auch trainieren lernen. Heute bespreche ich mal 10 Tue das nicht. Do that not in den Niederlanden. Also schnapp dir deinen Kaffee. Ich habe hier mein Getränk. Und wir sehen uns gleich wieder. Schön, dass du dran geblieben bist. Ja, mein Kanal Niederlande Lifestyle Minimalismus. Wenn du das mich schon kennst, weißt du das. Wenn noch nicht, Abo dalassen, kommentieren. Viel Spaß bei diesem Video wünsche ich dir. Ja, heute sprechen wir mal über 10 Punkte, die man lieber nicht in den Niederlanden machen sollte, wenn man hier ist. Die vielleicht für Ausländer etwas irritierend oder irritant sein können, aber wichtig zu beachten im gesellschaftlichen Miteinander hier, finde ich persönlich. Das sind die Dinge, die mir aufgefallen sind, wo ich manchmal etwas komisch geguckt habe am Anfang, aber sie sind wichtig. Also das ist die erste wichtigste Regel, die du als Tourist oder Immigrant oder was auch immer, wie man das nennen möchte, wenn du hier bist, beachten sollst. Halte dich als Fußgänger von Radwegen, von der Fietspad fern. Es ist wirklich gefährlich. Ich sage heute, umso mehr in den großen Städten, Amsterdam, Groningen, Rotterdam etc., es ist wirklich gefährlich. Es wird gefietzt, was das Zeug hält. Sie fahren schnell, sie fahren um die Ecken. Es ist wirklich interessant, das zu sehen. Aber wenn du als Fußgänger in die Quere kommst, kannst du und wirst den Kürzeren ziehen. Das kann schnell passieren. Auch ohne Fietspads immer aufpassen. Eher nach dem Fahrrad gucken als nach dem Auto, weil hier ist das Fahrrad echt gefährlicher als das Auto. Und da kann es schon zu üblen Verletzungen kommen. Und das kann ganz schön wehtun. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich hatte einen Kurztrip in Amsterdam vor Jahren und da wurde ich auch vom Fahrrad übernascht, weil ich halt nicht richtig aufgepasst habe. Also Augen auf beim Fietzen, sage ich nur. Also wenn du läufst und ein Fietzer kommt. Dann Punkt 2. Mache das nicht in den Niederlanden. Sag nicht, es ist Holland. Oder das sind Holländer. Ja, wir sind das als Deutsche so gewöhnt. Es ist immer alles Holland, Holland, Holland. Ja, das war auch mal ein Marketing. Und das ist so eingebläut bei uns. Aber tu das nicht. Ich weiß nicht, nee, die meisten werden das schon wissen. Aber grundsätzlich nochmal kurz Aufklärung. Holland sind nur 2 Provinzen von den Provinzen hier im Land. Und das ist Nord- und Südholland. Und das ist die Region Amsterdam, Rotterdam etc. Das ist wirklich Holland. Der Rest ist die Niederlande oder voll ausgesprochen das Königreich der Niederlande. Und das ist, immer wenn wir Holland oder Holländisch sagen, das ist halt nicht so nett. Das ist genauso, wenn man über Deutschland immer sagt, was die Amis gerne tun, Bayern. Wir laufen alle in Lederhosen rum und wir im Dirndl und jodeln. Das ist das Bild, was der Amerikaner von den Deutschen oft hat. Genauso ist das, wenn man das mit Holland macht. Holland ist die Region mit den Grachten, ne, mit dieser ganzen Tradition, was man so kennt. Das ist nicht überall so. Zum Beispiel, wir hier oben wohnen im Moor- und Feengebiet. Das ist was anderes von der Region als zum Beispiel um die Amstel bei Amsterdam. Dann gibt es natürlich auch Seeland, was aus wirklich Tausenden von Inseln zusammengebaut wurde. Man muss wirklich sagen, gebaut wurde. Oder zum Beispiel Drenthe und das Mittelland, der Osten, der an Deutschland grenzt. Das ist wunderschöne Heidelandschaft. Oder Limburg, das ist Hügelland, das ist alles was anderes und dementsprechend auch eine andere Kultur. Also mach nicht den Fehler, alles als Holland zu bezeichnen. Auch wenn der Niederländer mit dir Deutsch spricht und Holland sagt, das liegt mehr daran, weil es für den Niederländer schwieriger ist, das richtig zu sagen, weil ihr dürft nicht vergessen, in den Niederlanden gibt es keine Fälle in der Sprache mehr. Und es ist leichter zu sagen, ich komme aus Holland, als ich komme aus den Niederlanden. Klar, für ihn ist Deutsch auch eine Fremdsprache, auch wenn es vielleicht dicht beieinander scheint, zu sein scheint, aber es ist eine Fremdsprache. Und deswegen kann es sein, dass er selber sagt, er ist Holland, weil es einfacher für ihn ist. Aber wir sollten doch richtig das nicht als Holland zu bezeichnen, sondern halt nach den Provinzen oder nach dem ganzen Land, wie es nun mal ist. Weil ihr möchtet ja auch nicht alle als Bayern bezeichnet werden, außer ihr seid zum Beispiel Bayern. Dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Ja,
Dann Punkt 3. Vergess nicht beim Geburtstag zu gratulieren. Jetzt wirst du dich fragen, was will er denn damit? Ja, in Deutschland ist es üblich, wenn man zu einer Geburtstagsfeier eingeladen wird oder man hört, derjenige hat Geburtstag, dann gratuliert man dieser Person, die Geburtstag hat. Hier ist das ein bisschen anders. Gerade wenn du eingeladen bist, gratuliere allen Anwesenden mit der Feiertag fahren. Das ist ganz wichtig, weil hier gratuliert man der ganzen Runde, der ganzen Familie, alle, die anwesend sind. Dem werden zum Geburtstag von derjenigen Person, die wirklich Geburtstag hat, gratuliert. Und wenn du da nicht unangenehm als Deutscher auffallen willst, mache das auch, auch wenn es ein bisschen komisch ist, wenn man anderen Leute gratuliert. Aber es ist hier völlig normal und du wirst nur anders auffallen, wenn du es nicht tust. Dann Punkt 4. Verwechsel Freundlichkeit und Nachbarschaftlichkeit nicht mit Freundschaft. Ja, jetzt wird es wieder ein Schock sein, aber die Niederländer sind sehr familiäre Menschen und Freundschaften sind etwas schwieriger. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, welche zu kriegen, aber es ist wirklich schwieriger. Wie uns Deutsche ist das manchmal ein bisschen komisch und irritierend, weil die Niederländer sehr freundlich sind und sehr nachbarschaftlich kollegial, auch auf der Arbeit. Man hat das Gefühl, man ist sehr dicht und schnell zueinander gekommen. Was wir als Deutsche dann als Freundschaft interpretieren oder sehr gute Bekanntschaft. Dem ist aber nicht so oder nicht immer so. Die Niederländer sind halt immer gesellig, grundsätzlich, das ist ihre Naturell, und dann versuchen sie da auch einfach gesellig und nett zu sein. Das heißt aber nicht, wenn jetzt jemand, ein Arbeitskollege, die Stelle wechselt, dass ihr euch dann auch noch seht. Es ist in der Regel nicht so, dass ihr dann Best Buddy seid für die Ewigkeit. Das ist meistens nicht so. Und auch Nachbarschaft ist ein Nachbarn. Es kann ein super nettes Verhältnis sein, es kann ähnlich freundschaftlich sein, aber ob es eine echte Freundschaft ist, das sind Ausnahmen und das entwickelt sich mit der Zeit. Also tu nicht den Fehler, dass du denkst, oh, jetzt habe ich so, so viele Freunde und das ist alles toll. So ist es meistens leider nicht. Für Freundschaften brauchst du wirklich Zeit und das muss sich aufbauen. Ist auch aufgrund des familiären Kontaktes nicht so leicht, weil sie sehr in ihren Kreis bleiben gerne. Ja, dann Punkt 5. Vergesse als Deutscher bloß nicht das Bargeld. Das hättet ihr gerne, ne? Nein, ist es wirklich so. Die überwiegenden Geldtransfer werden hier mit der Karte erledigt, wird gepinnt oder mit dem Handy. Also Bargeld ist hier selten der Fall. Es ist wirklich. Also ich sehe fast gar kein Bargeld mehr in meinem Umfeld. Es gibt es zwar noch, es wird auch gemacht, noch aber fast gar nicht mehr. Also sei nicht irritiert, wenn du vor dir jemanden hast, der dann 1,50 € irgendwie Kaugummi oder was auch immer mit der Karte bezahlt und du kannst wirklich überall bezahlen mit der Karte, auf dem Markt, überall wo du bist. Wie kleiner Laden ist, es ist echt eine Ausnahme, wenn du hier Bargeld benutzt. Auch wenn das für uns Deutsche etwas komisch ist, weil wir unser Bargeld ja noch relativ lieben und das wir auch wirklich benutzen. Hier ist es deutlich weniger. Selbst bei den Älteren ist ein deutlicher Trend zu erkennen, die Karte zu benutzen. Letztens im Supermarkt war vor mir sogar ein älterer Herr, sogar im Rollstuhl, also wirklich fortgeschrittenes Alter. Und was zückte er, um zu bezahlen? Sein Handy. Ne? Also selbst dieser Schritt, der zweite über die Karte hinaus, ist hier schon sehr verbreitet. Also selbst die Karte ist ein Trend des Veraltertums. Was es ist. Und das letzte stand in der Zeitung, dass die erste Bank, das war die ABN Bank, soweit ich das weiß, hat sogar schon ihre Geldautomaten umgerüstet, einige, dass man nicht mehr die Karte reinstecken muss, um, wenn man gar Bargeld braucht oder Transaktionen zu machen. Wenn du überweisen möchtest, dann kannst du das schon mit dem Handy dann direkt am Automaten machen. Auch das sind Entwicklungen, die anders sind als in Deutschland. Also sei darüber nicht irritiert. Ne? Rümpf nicht die Nase, es ist einfach normal hier. Dann Punkt 6, was im Widerspruch zu dem PIN stehen kann, wenn man das denkt, aber ist es nicht. Also wundere dich nicht, wenn es Kletzkassas gibt. Weil jetzt fragst du dich, was ist eine Kletzkassa? Also Kletzen ist unterhalten, klönen, schnacken für die Norddeutschen. Und es ist wirklich so, es wird bewusst eingerichtet. Auf der einen Seite haben wir Selbstscan-Kassen überall. Du kannst mit Scannern und dann bezahlen oder du machst es komplett selber, alles Mögliche ist vorhanden. Aber es wird ganz bewusst eingerichtet. Klönkassen würde ich das mal übersetzen.
dass ältere und einsame Personen halt Kontakt zu Menschen haben und sich unterhalten können. Und an diesen Kassen kann das dann natürlich auch mal länger dauern, wenn natürlich die Menschen sich unterhalten. Dafür ist diese Kasse da. Da geht man ganz bewusst hin, um sich halt, wenn man den Wunsch hat, sich zu unterhalten. Dann sollte man als solcher nicht da in der Reihe stehen und dann meckern, ja, warum dauert das denn alles so lang, warum kriegen sie es alle nicht hin? Es ist völlig in Ordnung und ein niederländisches Sprichwort sowieso, hele mal mit Rüst, also alles mit der Ruhe. Und gerade dann solltest du das da anwenden. Ich weiß ja nicht, wie das in Deutschland ist, ob es sowas auch gibt bei euch, aber hier ist das wirklich immer mehr verbreitet, eine Kletzkasse zu haben. Also, Punkt 7. Sei nicht verwundert, wenn du nur einen Keks bekommst. Ja, das wissen einige schon, ne? Pro Kaffee, pro Tasse gibt es einen Keks und mehr ist manchmal gar nicht geplant oder sonst etwas. Also, sei nicht verwundert, wenn du nicht mehr kriegst und erwarte auch nicht mehr. Es ist hier nicht wirklich normal, das zu tun. Es ist auch keine Unhöflichkeit, dass man dir nicht mehr anbietet. Es ist einfach hier die Tradition, ein Keks zur Tasse. Dann kommen wir auch schon zum Punkt 8. Nase juckt wieder mal. Aber es ist halt so. Ja, erwarte keine Spontanität von den Niederländern. Ja, du kannst sagen, was du einfach, Kaffee trinken geht immer, ja. Aber Kaffee trinken ist auch sehr kurz. Mal eine Stunde, maximal eine Stunde. Mehr wird das nicht gemacht in der Regel. Aber du kannst nicht erwarten, wenn du jetzt früh Nachmittag bist und möchtest halt abends was unternehmen, wenn du die Leute anschreibst, ob das noch funktioniert, weil das ist meistens nicht üblich, weil die Niederländer lieben es, ihren Kalender zu führen und ihre Gesellschaft zu verplanen. Also ihre Freizeit gesellschaftlich zu verplanen. Das ist ganz normal hier und dann ist es natürlich schwierig, wenn du dann ganz spontan, hallo, ich würde heute Abend, ja, nee, heute geht nicht, komm mal in 3 Wochen wieder, da habe ich Zeit für dich. Das ist auch nicht unhöflich, die wollen sich auch nicht ablehnen, die lieben es aber einfach, sie wollen da eine feste Struktur haben, dass sie wissen, wann sie mit Leuten unterwegs sind und das machen sie gerne. Klar, es gibt auch Ausnahmen, es sind immer nur Trends oder überwiegen halt in der Kultur, aber jeder Mensch ist anders und es gibt, kann natürlich auch sein, dass dein Nachbar oder deine Freundin das anders macht. Natürlich kann das sein. Aber grundsätzlich, die Niederländer lieben es zu planen, ihre Freizeit durchzustrukturieren. Also Spontanität ist ein bisschen geringer eingestellt, als man vielleicht erwarten könnte. Dann zu Punkt 9. Starre nicht in Fenster. Ja, wir als Deutsche sind das vielleicht dazu angeneigt, in die Fenster zu gucken, obwohl wir es in Deutschland auch nicht tun sollten. Aber da sie ja hier offen sind und groß und man kann immer in die Häuser schauen, tu es nicht. Es ist auch hier in der Regel unhöflich, man sollte das nicht bewusst machen. Klar, es passiert jeden Mal, dass er das tut, aber man sollte jetzt nicht von Haus zu Haus gehen und jedes Fenster mustern und starren, das ist einfach unhöflich. Das muss einfach nicht sein. Das, ne? Also nur zur Info. Lass es lieber sein. Weil ihr wollt ja auch nicht, dass jemand euch beim Sofa kuscheln beobachtet, oder? Ja, dann kommen wir auch schon zu Punkt 10. Sei nicht verwundert, wenn die Niederländer sparen. Und auch bei Festivitäten, wie zum Beispiel Geburtstage werden vorgezogen, weil zum Beispiel der Kindergeburtstag in dem Kinderparadies an dem Tag einfach günstiger ist und dann wird mal eben 3 Monate vorher gefeiert. Das kann passieren, sei darüber nicht verwundert. Oder es wird bewusst eine Hochzeit in die Woche gelegt, weil vielleicht auch an dem Tag das Standesamt noch Rabatt oder kostenlose Trauung anbietet und in der Woche kommen dann halt wieder einfach weniger Menschen, weil sie ja arbeiten müssen. Das ist hier alles ganz normal. Der Fokus steht halt ein bisschen auf dem Geld, es wird gespart. Das heißt nicht, dass sie geizig sind, aber sie achten schon darauf, wie sie mit Geld umgehen und wie sie das vermehren. Also das seid ihr nicht irritiert, dass es auch einfach ein bisschen anders ist als bei uns. Und es ist auch so, Trauungen und Hochzeiten sind allgemein etwas kleiner gehalten. Es ist selten, dass groß gefeiert wird, wegen halt, weil sie halt da aufs Geld gucken. Und das ist meines Erachtens auch manchmal gar nicht so schlecht, weil wenn man mal überlegt, es ist dieser eine Tag und wer von euch schon verheiratet ist und weiß, wie schnell das vorbeigeht und was das gekostet hat, jeder muss dann selber wissen, wie viel Geld man für sowas investieren möchte. Und ich finde, der Euro-Stand hat nichts mit der großen Liebe zu tun.
Entweder, ne? Also man kann auch ganz einfach heiraten, wenn es die große Liebe ist, das ist auch egal. Ne, aber das sei nicht irritiert, wenn das hier anders ist. Es ist hier auch so normal, was die Niederländer gerne sparen, weil man sagt immer, ein Euro kann man nur einmal ausgeben. Ne, also immer dran denken, sparsam sein, aber nicht geizig dabei. Ja, das waren wieder meine 10 Punkte, die ich für euch heute rausgesucht habe. Von macht das nicht in den Niederlanden. Ich hoffe, dir hat das Spaß gemacht. Hast du noch weitere Punkte, die du vielleicht bei deinen Reisen oder bei deinem Leben festgestellt hast? Unten in die Kommentare. Ich schreibe gerne mit euch. Ich finde das gut, wenn wir im direkten Austausch sind. Habt ihr Fragen zu den Niederlanden, bin ich auch gerne bereit, alles zu beantworten, was ich weiß. Dann wünsche ich euch bis nächste Woche viel Spaß. Bis dahin. Tschüss.